Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin's wieder, eure Lola, und ich habe für euch heute ein Tauschpaket. Yeah! Ihr wisst schon sicherlich auf meinem Kanal, dass ich sehr gerne Tauschpakete liebe und ich mache es auch wirklich sehr, sehr gerne. Aber ich habe jetzt bis September ein bisschen einen Stopp, denn ich bin bis September verplant. Einmal im Monat mache ich ein Tauschpaket, aber zwei sind mir schon doch ein bisschen zu viel, weil man muss das auch für die Person aussuchen, einpacken, je nachdem, wenn man sich das ausmacht. Und ja, und ich gehe meistens immer bei TK Maxx, bei Müller, beim Action und schau mal, was man immer so für die Personen immer so findet. Auf jeden Fall habe ich heute mit der lieben Renate vom Kanal Renates Beauty Welt. Die Liebe ist seit kurzem auf YouTube. Sie macht sehr viele Unboxing. Sie liebt Make-up wie ich über alles. Da sind wir uns schon einig. Und ja, ich habe sie in meiner Gruppe vom Zebra Trashy kennengelernt. Und da hat sich das einfach so ergeben. Und wir haben gesagt, ja, warum nicht? Und vielleicht wird sich das auch einmal ergeben, dass ich die liebe Renate auch einmal besuche. Denn die liebe Renate, ja, ist eine Stunde von mir entfernt, ist jetzt nicht die Welt, aber ich habe ja eh Sommerferien mit den Kleinen und da gehe ich gerne die Renate besuchen und ich glaube, die Renate hat uns herzlich eingeladen und ich danke ihr einmal sehr, sehr, sehr gerne und ich glaube, dass der Mario und ihr Enkel auf jeden Fall sich sicherlich gut verstehen werden, denn der Mario hat ja für ihren Enkel schon ein paar Sachen vom Action ausgesucht und da bin ich schon sehr gespannt, ob es den Leonie gefallen wird und für ihren großen Sohn, für den David, habe ich auch was ausgesucht und ja, wenn euch das interessiert, was ich für die Renate ausgesucht habe, dann schaut doch gerne bei ihr vorbei. Ich werde euch natürlich das Video unten in der Infobox verlinken. Dann könnt ihr schauen, was ich der Renate so eingepackt habe. Wir haben gesagt, just for fun, kein Wert, keine 10-10. Wir haben einfach gesagt, just for fun. Ja, das Paket ist riesengroß. Ich habe schon mal aufgemacht, damit wir da nicht dann lange rumatum schneiden und schnipseln. Aber bevor wir beginnen, natürlich hat sie mir einen Brief reingegeben, was ich immer sehr schätze, weil das kommt immer hinten in meiner Sammlung. Und hier steht einmal für Jasmina. Dankeschön. Allerdings heiße ich im wirklichen Namen Jasmina. Lola ist quasi mein Spitzname. Ui, und das ist eine wunderschöne Karte. Schaut euch das einmal an. Das passt genau jetzt zu dieser Jahreszeit. Sommer. Ja, die Biene. Schön. So, dann legen wir mal los. Hallo Jasmina und Mario. Du bist eine wundervolle Freundin. Nett, hübsch, hast einen lieben Sohn. Bist eine sehr liebe, volle Du bist eine sehr liebevolle Mama, machst alles für deinen Sohn, deine Videos sind alle sehr spitze, du bist hilfsbereit, so lieb von dir. Ich wünsche dir nur das Beste, liebe Grüße Renate, die Sonne geht auf, wenn man deine Stimme hört. Oh, das ist aber so lieb geschrieben, ich danke dir von ganzem Herzen, Renate. Und ich und Renate telefonieren auch immer gerne und ja, sie ist... Wenn man sie mal richtig kennenlernt, dann ist sie, dann merkt man, dass sie, dass es eine ganz, ganz liebe Frau ist, ja. Natürlich, in Zebra Trash ist man in der Gruppe, man hat auch ein bisschen einen Charme und so, ne. Man will auch ein bisschen auch so sich verteidigen, so sein Revier, ne. Aber ich meine, wenn man dann mit ihr telefoniert und wenn man ein bisschen sich austauscht, dann kommt dann meistens die Person ein bisschen mehr raus. Und das ist immer so, was ich sage, man muss die Person einmal mit ihr sprechen oder telefonieren oder so, weil hier über YouTube kann man, kommentiert man ja nur, aber wenn man mal so vielleicht persönlich spricht oder so oder alleine, dann ist das immer etwas ganz anderes und ich kann nur sagen, dass die Renate eine wunderbare Frau ist, schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei, so, aber ich würde sagen, wir legen los, denn es ist wirklich ganz, ganz viel geworden, Renate, warum so viel, hä? So, auf jeden Fall würde ich sagen, ich packe mal das erste aus, weil das ist, das ist ein wunderschönes Papier. Und ich habe gesehen, dass die Renate und ich das gleiche Rosenpapier gekauft haben. Also ich habe meines in der Trafik gekauft. Also ich glaube, ja, ich glaube, ich weiß, was das ist, weil
Sie hat mich gefragt, ob mir das gefallen würde. Ja klar, gefällt mir das. Guckt euch einmal diese wunderschönen Engel an. Das gibt es einmal in Pink, einen in Grün. Der hat so liebe Engelsflügel. Und einen in Blau. Die hat mich gefragt, ob mir das gefällt. Und ich habe gesagt, auf jeden Fall gefällt mir das. Ich weiß auch nicht, wo man das so schön kriegt. So, ich hoffe, die bleiben brav bis zum Video. Wow, guckt euch ja mal an, die drei. Das sind unsere drei Engelchen. Also das sind ja auch Engelchen mit Flügeln. Wunderschön. Gefällt mir wirklich sehr gut. Und das Papier ist auch wunderschön. Das werde ich mir aufheben. Das kann man auf jeden Fall für nächstes Mal verwenden. Oder für die Oma, die hat jetzt Geburtstag, kann man auch das Papier verwenden. Das Papier ist wunderschön. Ich danke dir, meine Liebe, von ganzem Herzen. So, dann legen wir mal los. Was Süßes für die Jasmina. Oi, das ist aber lieb, weil ich habe das schon ein paar Mal gesehen. Diese Katjas mit diesem Schweinchen. Party Friend, also ich finde das cool. Also ich habe das bei uns in Österreich noch nicht gesehen. Kann wirklich sein, dass das vielleicht irgendwo bei ihr zu Hause ist. Und ich mache liebend gerne eins auf. Das schaut ja wirklich süß aus. Das passt sogar zu meinem Nagellack und das riecht so gut. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich mir ein Schweinchen gönne. Das ist gut, ich habe heute noch nichts gegessen. So. Was Gutes. Ich habe dasselbe Papier in der Trafik gekauft. Aber Renate, du hast mir wirklich so viel ist das reingelegt. Wahnsinn. Ich hoffe, dass da dann wieder mein Paket gefällt. Man hat dann immer so eine Angst. Aber Renate, wenn dir mein Paket nicht gefallen sollte, ich komme ja dich besuchen und kann dir das hier... Ei, schön, das ist wunderschön. Dasselbe gibt es ja in dieses Lilane, was so nach Alien riecht. Und das wollte ich mir schon kaufen, habe es mir aber nicht gekauft, weil ich jedes Mal dieses Lilane genommen habe. Und deswegen freue ich mich umso mehr, weil ich es nicht habe. Also ich freue mich immer jedes Mal, wenn ich etwas bekomme, wenn ich etwas nicht habe. Dann denke ich mir, super, ich wollte es mir eh kaufen und dann bekomme ich es, dann freue ich mich umso mehr. Die habe ich, aber das ist nicht so schlimm, weil die gefällt mir so gut, dass ich die auf jeden Fall, die kann man wirklich noch lange stehen. Das ist diese gleiche Pink Blossom. Super, gefällt mir sehr gut und für den Deo freue ich mich sehr. Können wir mal probieren. Das riecht sehr, sehr frisch. Das ist, gefällt mir sehr gut. Ich danke dir, meine Liebe. So, dann nehmen wir mal ein großes Geschenk. Da steht, was Liebes von Herzen. Okay, was kann das sein? Ui, das ist aber groß. Ich weiß, was das ist. Ich habe das gesehen, beim Bipa habe ich das gesehen. Und ich danke dir. Vielleicht hast du ja diesen Schuh gesehen von Action, diesen pinken. Ui, das ist aber schön. Das sind 100 Milliliter, das ist Miss Fashion. Wow, das ist wirklich schön. Also ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich habe mir die schon angeschaut bei Bipa, aber ich war mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich soll oder nicht. Und jetzt habe ich ihn, jetzt bin ich umso mehr happy. Ich werde euch das auf jeden Fall im nächsten Video, ich werde es auf jeden Fall da hinten stellen und dann werde ich euch einmal berichten, wie der riecht. Also ich schätze mal, der wird blumig riechen. Ui, super Renate, ich danke dir von ganzem Herzen. Und wenn auch nicht riechen würde, trotzdem ist das so ein wunderschöner Stöckelschuh.
den man auf jeden Fall gerne auch als Deko sieht, ne? Also das ist wirklich wunder, wunderschön. So, dann legen wir mal los. Was steht da drauf? Hier steht nichts drauf, aber so wie sich das anfühlt, schaut das aus nach Masken. Uiuiuiuiui. Guckt euch einmal, wie viel das ist. Wow, Renate, Renate, ich glaube, uiuiuiuiui. Ich glaube, ich bin wirklich einmal für die nächsten paar Monate versorgt. Maske, weiße Mango mit Maracuja. Ich schätze mal, die ist ziemlich neu. Dann haben wir hier einmal eine Hyaluronmaske, finde ich super, denn meine habe ich hergeschenkt. Super, jetzt habe ich sie wieder zurückbekommen. Ah ja, das ist so schön. Also ich liebe diese Augenpads mit Herzchen. Ich habe sie noch nicht getestet, aber ich werde auf jeden Fall auf Instagram berichten, denn auf Instagram mache ich ja immer meine ganzen Reviews und so. Schade, dass manche nicht Instagram haben, sonst würden sie mehr auch von mir mitbekommen. Dann habe ich ein Bilou und die Renate hat aufgepasst. Ich liebe Bilou. Das ist eine Fruit Paradies, duftet tropisch süß nach Urlaub und nach Blauen Lagune. Super cool. Dankeschön, meine Liebe. Ich freue mich immer wieder sehr. Ui, da glaube ich, da wird sich der kleine Mann freuen. Das ist ein Schaum. Gute Nacht. Das Faultier hat er in der Hand gehalten und ich habe zu ihm gesagt, Mario, lass es. Du hast eh noch diese Bade, wie heißen die, diese, was das Wasser verfärbt. Lass es, du hast eh noch. Ne? Aber er wollte dieses Faultier auf jeden Fall, wahrscheinlich auch wegen der Verpackung. Und deswegen wird er sich sehr, sehr freuen, wenn er heute zurückkommt vom Kindergarten. Ui, ein Drache, super, ein Schaumbad, mein Drache. Ich werde ihm das alles auf die Seite lassen und wenn er kommt, werde ich ihm das zeigen. Ei, das ist süß, das habe ich auch in DM gesehen, ich habe es mir nicht mitgenommen. Das ist mit Lotusblüte und Kokosöl. Ui, super, ich liebe ja Kokos und die Verpackung, Leute, ist so süß. Ui, und da freue ich mich auch sehr, denn ich habe mir diese Maske, habe ich mir wirklich nicht mitgenommen beim DM. Und das ist eine mit Kirschblütenextrakt. Wow, cool. Oh, super, danke dir. Ihr wisst ja, Masken, Augenpads, das ist bei mir immer ein Muss. Milch-Honig-Maske, das ist so eine 0815 Standardmaske, die haben sie immer in der Theke. Die gehen auch immer sehr gut, diese Milch und Honig. Und da hat sie mir etwas von einer neuen, also fast neuen Limited Edition Tuchmaske. Ihr wisst ja, bei uns in Österreich kommt das immer 3 oder 4 Wochen später. Deswegen sagen wir jetzt dazu neu. Ihr werdet euch wahrscheinlich denken, es gibt wahrscheinlich schon eine andere Tuchmaske, bis wir das bekommen. Finde ich super. Ich habe sie auch zweimal mitgenommen für Tauschpakete. Und die Juicy Melon, ja, da freue ich mich sehr, weil ich habe meine wieder in Paketen hergegeben und da freue ich mich wieder, dass ich die ausprobieren darf. Und die Retinolmaske, da freue ich mich auch, denn ich habe dir meine hingelegt, ne? Also nicht meine, aber ich habe sie für dich gekauft, ne? Ui, das ist super. Dankeschön, meine Liebe. Dankeschön, denn viele haben mich gefragt, woher ich die habe. Ja, ich weiß nicht, momentan gibt es die bei uns bei DM. Angeblich gibt es die momentan in Deutschland nicht, aber ja. Und indem ich das Video mache, werde ich versuchen, eine mal zu testen, weil ich wirklich schauen will, wie das ausschaut. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Und das riecht auch sehr, sehr gut. Hui, das schaut aber gut aus, oder? Ihr werdet euch denken, dass ich komplett gaga bin, aber naja, das ist dasselbe, wenn ich jetzt ein aufgebraucht gehabt hätte oder auf Instagram mich fotografiert habe. Ja, ich teste es gleich für euch aus und dann weiß ich es Bescheid. So, ich weiß nicht, ob ich das so richtig gemacht habe, aber das ist super. Das ist auch eine gute Gelegenheit, jetzt einmal zu testen. Jetzt haben wir 14 Minuten. So, danke schön, meine Liebe. Und ich habe mich sehr gefreut, dass sie mir diese nochmal reingelegt hat. Denn die liebe Renate hat allen so eine reingelegt. Das ist nämlich dieses Zebra Trashy.
Da hat sie jeden so eine koreanische Maske reingegeben. So, jetzt kommt, glaube ich, mein Sohn dran. Denn hier steht, was Kleines für den süßesten Boy der Welt. Ui, danke schön, du bist aber wirklich lieb. Und da hat sie auch so Happy Birthday. Das ist auch super, denn der Kleine hat auch in ein paar Tagen Geburtstag. Und das ist wirklich super. Mal schauen wir mal, was da drinnen ist. Von wo hast du die da? Lolli-Text, oh cool. Also da wird er sich auf jeden Fall freuen, weil das habe ich bis jetzt also bei uns nicht gesehen. Also wir haben das, also ich weiß noch nicht, wo du das gekauft hast. Vielleicht kannst du mir das mal verraten. Also ich habe es zum Beispiel bei uns in Österreich nicht gesehen. Und da hat sie einmal Trolli Dino-Rex gekauft. Ah, das ist super. Das sind so ein bisschen diese sauren Dinosaurier. Da wird sich die Mama auch ein paar schnappen. Und einmal Pets. Ah, das ist super. Ihr wisst ja, fast alle Kinder lieben diese Freezy Pets. Super, da wird er sich auf jeden Fall freuen, Renate. Und der Mario hat noch etwas bekommen für Mario. So viel hast du ihm gekauft. Da muss er aber ganz brav sein. Ne? Ui, ein bisschen stört mich das. Ich glaube, ich habe das ein bisschen zu viel ins Auge. So, jetzt geht es besser. Ah, ein Auto von Hot Wheels. Da wird das sich freuen, weil wir haben vor kurzem eine neue Aufsätze gekauft für Hot Wheels und da wird das sich mega freuen. Liebe Renate, ich werde heute am Abend mit dir telefonieren und dann wird sich der kleine Mann auch mal bei dir bedanken. Ui, und Anmaß an Stickers und das ist cool, dass sie nämlich diese ganzen Züge, Eisenbahnen, Autos aus so einem wunderschönen Stoff. Das ist so ein Korkstoff und so ein, also ein normaler, super. Das ist aber süß. Jetzt weiß ich nicht, ob das bei Mario landet oder bei der Mama, weil das sind wirklich ganz, ganz schöne Sachen. Wirklich schön. Da ist sogar auch ein Zebra, ja, ja, das Zebra-Trashy. Also wirklich wunderschön, meine Liebe. Ich danke dir von ganzem Herzen. Da ist noch so viel drinnen. Eigentlich hätte das ja alles schon gereicht. Du bist wirklich wahnsinnig. Naja, dann haben wir hier etwas stehen, was Flauschiges. Also ich schätze mal, das wird dieses Haarband sein, weil sie hat mich ja gefragt, hast du sowas, willst du sowas? Also ich schätze mal, das wird dieses Haar, doch gut, doch nicht gut geschätzt. Also das ist Maxi Watte Pads. Okay, aber das brauche ich jedes Mal, weil ich schminke mich jedes Mal ab und da brauche ich mindestens 2 oder 3 Stück. Super, das hast du gut gemacht, weil das braucht man immer. So, dann hat sie mir hier eine Kosmetiktasche gegeben und die ist wunderschön. Oh, das ist wirklich eine wunderschöne Kosmetiktasche. Guckt euch das einmal an. Den Stoff, wunderschön. Wunderschöne Tasche. Schön, gefällt mir sehr gut. Wir fahren ein paar Tage zu Oma und da werden wir die mitnehmen. Da werde ich alle meine Sachen reingeben. Ich danke dir, Renate, wirklich. Ich muss ein bisschen was trinken. So, ui, das sind noch 2 Glossy-Boxe. Wahnsinn. Du hast so viel gekauft. Was steht hier? Allerlei, da hat sie das so gemacht, das steht hier so allerlei. Aha, okay, jetzt kenne ich mich aus. Hier ist das Flauschi, also dieses Band, was ich euch gesagt habe. Ui, mir ist gerade eine Wimperndusche am Boden gefallen. Moment, ich hole sie gleich. Wow, das ist schön. Ein Mandala. Und das ist wirklich schön. Ich liebe Mandala. Und die sind wirklich wunderschön. Wunderschöne Mandala. Dankeschön. Also das liebe ich, wenn ich ab und zu so ein bisschen
runterkommen will, dann male ich ein bisschen etwas, aber das ist nicht so mein Hobby oder so. Aber es kommt leider selten, dass ich Zeit habe. Das kommt ja wieder noch dazu. Und ja, ich danke dir. Wo hast du das alles? Also ich kenne das überhaupt nicht, weil da steht auch kein Action oder was. Ich kenne auch die Firma gar nicht. Vielleicht kannst du da mal mir verraten, woher du das hast. Vielleicht gehen wir ja mal gemeinsam dorthin, wenn ich dich besuche. Dann habe ich einen Essence Extreme Plumping, wunderschön. Den werden wir sich gleich einmal aufsetzen. Wunderschön. Wow. Und der kribbelt jetzt so ein bisschen, weil er so, ja, so plumpig ist. So, ich werde jetzt diese Dinger da weggeben. Hui, aber die haben wirklich einiges gehalten, muss ich sagen, ne? So, jetzt bin ich ein bisschen verschmiert, aber ihr wisst schon Bescheid, ne? Ui, dann habe ich noch eine Tasche bekommen. Was für dich, meine Süße. So, bei mir schaut es gerade aus, wie wenn Weihnachten ist und die ganzen Geschenkspapiere drunter sind. Da hat sie mir eine chaotisch Träger gekauft, auch eine Tasche, finde ich super. Ich liebe diese kleinen Taschen. Ihr wisst ja, dass ich tausende Sachen habe an Wimperndusche und so weiter. Ich liebe das, weil das einfach viel besser ist und man kann es in der Box geben. Und ja, also ich bin ein Fan. Und wenn die Tasche größer ist, umso besser. Aber auch diese kleinen kann man Mascara und immer wieder was reingeben. Ui, da hat sie mir auch ganz viel reingepackt, die Gute. Sie hat ja auch sehr viele Boxen und da haben wir uns ja ausgemacht, dass ich hier einiges von M. Asam gebe, was ich nicht verwende. Und sie hat gesagt, sie gibt mir gerne etwas von ihren Boxen ab. Das finde ich gut. Das hat sie mir, das ist der, den ich mir vom Zebra Trash genommen habe. Super, weil wieso nicht doppelt, kann man immer gebrauchen, weil die nehme ich auch sehr gerne mit, wenn ich im Urlaub bin. Ich finde das aber wirklich super. Ich habe nämlich den Pinsel und die Maske habe ich nämlich wieder zurückgelegt. Ich habe auch nicht gewusst, was ich ersetzen soll. Und ich habe sie, glaube ich, wieder, genau, ich habe sie zurückgelegt und jetzt bin ich froh, dass ich sie jetzt habe und muss eigentlich nichts ersetzen, so quasi, ne? Ui, da kommt mir ein wunderschöner Highlighter entgegen von Catrice. Den kenne ich aber überhaupt nicht. Guckt euch einmal an, wie schön der ist. Wunderschöner Highlighter. Das ist mehr so Rosé. Wunderschön. Also ich habe Glowing Pennoni 010. Also ich habe den bei uns, also in Österreich, noch nie gesehen. Aber da sieht man wieder, was ihr in Oberwarten alles habt. Also sicherlich gibt es da manchmal das, manchmal das. So, dann habe ich hier einen cremigen Lippenstift. Den habe ich, aber eine andere Farbe und ich finde das super. Jetzt habe ich einen in Braun und das ist auch sicherlich eine gute Marke, weil die Glossy Boxen haben immer hochwertige Sachen. Also finde ich immer ganz super. Genau, und da haben wir gesprochen wegen diesen Avant, haben wir gesprochen, weil sie hat ja mehrere Boxen und da hat sie gesagt, ja, ich habe da mehrere Avant, ob ich da nicht einen will, habe ich gesagt, ja, warum nicht? Und ja, deswegen bin ich froh, dass ich jetzt einen habe in Reserve. Ich weiß aber nicht, ob das so gut ist. Viele sagen, er ist gut. Manche sagen wiederum, er ist nicht gut. Ich habe es noch nicht getestet, aber trotzdem bin ich froh, dass ich einen im Backup habe. Dankeschön, meine Liebe. Und dann habe ich noch etwas bekommen vom Advan. Das ist ein Lip Balm. Super. Freut mich. Dann kann ich die zwei Sachen gleich zusammen nützen. Und dann habe ich diesen Nagellack, den ich auch schon da habe, aber ist egal. Man kann es ja auf jeden Fall weitergeben oder vielleicht auch schenken oder vielleicht behalte ich ihn mir. Muss ich schauen, weil bei Nagellack bin ich ein bisschen Nagellack-faul in der letzten Zeit geworden. Ich verwende jetzt gerne diese Nagelstickers, aber die Renate hat im Zebra Trashy hat sie etwas gehabt. Und das war so ein ganz, 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 ganz knalliger, rosaner Nagellack. Und den habe ich jetzt die letzte Male aufgehabt. Und was ist das? Das ist ein Brown. Also ist wahrscheinlich irgendetwas für die Augenbrauen.
Ich schätze mal, das ist eine Augenbrauenseife. Schätze ich ja mal, aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Ja, das ist eine Augenbrauenseife. Finde ich nicht schlecht, weil ich sage mal so, wenn man sich einmal so eine gründliche Reinigung machen will, kann man sich ja immer wieder das Ganze mal abschminken und reinigen. Also ich habe noch keine einzige Seife. Ich finde es gut. Ich habe auch nicht so viel Augenbrauen. Aber die kleinen Härchen kann man ja auch damit waschen. Und ja, Brown Atelier und ein Augenbrauen Seife kenne ich bis jetzt noch nicht. Und ich sage danke. Du hast mir wirklich so viel reingegeben. Du bist der Wahnsinn, Renate. So, dann habe ich hier etwas, da steht was zum Tupfen. Okay, was zum Tupfen. Komisch, ich habe dasselbe Papier. Ei, das ist von Ritualist. Also, ich glaube, das war auch ein Zebra-Trash. Ich weiß nicht genau. Das ist ein Sleep-Forming Shower Gel. Okay, das ist ein Shower Gel. Ich glaube, das andere war ein Duschgel oder Shampoo. Ich bin mir nicht sicher. Das ist dieses Ritualist of Young. Das riecht sehr, sehr stark. Ich muss schauen, ob ich das vertrage, weil das andere, gut, das kann man jetzt nicht riechen. Ich lasse das jetzt einmal zu, weil das andere war auch sehr stark. Und, aua, super, das war davon, weil ich undankbar bin. Ne? Aber ich bin halb ehrlich und ich sage jetzt mal, wenn mir etwas nicht gefällt, dann sage ich das auch natürlich, damit die Leute vielleicht fürs nächste Tauschpaket auch wissen, okay, die mag vielleicht das jetzt nicht, also es ist nicht böse gemeint, aber ich schätze es sehr, aber dafür kann ich vielleicht das meinem Papa geben oder jemanden anderen, ne? Von der Familie, ne? Aber trotzdem, danke, ich werde es einmal testen und wenn das was für mich ist, gerne, wenn nicht, schenke ich es weiter. Ich hoffe, du bist nicht böse, aber es ist nun mal so, weil es bringt auch nichts, wenn es bei mir zu Hause liegt und irgendwann mal kaputt wird, ne? So. Und das ist noch immer nicht alles. Ich habe hier noch eine Box nur für dich. Und einmal, die Box ist wunderschön. Ich wollte schon so oft so eine Box haben. Einfach nur so für die Deko oder so. Und ja, ich danke dir. Du bist verrückt. So viele Sachen. Das hätte alles nicht... Das wäre eigentlich alles nicht notwendig. So viel. Gut, dann habe ich einmal etwas. Das ist eine Augenmaske. Das wird sie sicherlich auch von den Boxen haben. Und dann kommt mir etwas entgegen, das kenne ich überhaupt nicht. Ist das neu? Das ist Bodylotion Diamant Traum. Wow, das kenne ich überhaupt nicht. Mhm. Das riecht so nach... ja, das hat so einen eigenen Duft, hat das. Ich kenne das überhaupt nicht und verführerischen Duft, mehr so orientalisch und gut, man sieht ja auch schon, dass das so eher nach Oriental geht. Ja, bin ich gespannt, wenn ich mich mal eincreme, wie der Duft dann zur Geltung kommt. Dankeschön dann, meine Liebe. Und dann habe ich hier das Parfum vom Pepper, das kenne ich, das war in den Glossy Boxen. Das ist ein starker Parfum, ich kenne das, ja, und... Es kommt immer darauf an, am Anfang war ich mir zu stark, jetzt geht es wieder rum, aber ich danke dir, weil Parfum, kleine Pumpen braucht man eigentlich immer. Oh ja, da bin ich wirklich jetzt froh, denn ich liebe dieses Hello Body Coco Spray. Ich liebe ihn so sehr und ich danke dir, denn den anderen habe ich mir nämlich genommen vom Zebra Trash und die Renate hat gesagt, sie hätte noch ein paar und deswegen bin ich ihr sehr dankbar, weil ich verwende die jetzt wirklich so viel. Ich war früher nicht dieser Typ, der das verwendet, aber jetzt, komischerweise, vielleicht riecht es auch am Kokos. So, dann haben wir hier etwas, das habe ich auch im Trashy gehabt. Das ist eine Original Skin Essenza Toner. Super, Toner geht immer, das braucht man eigentlich immer auch für die Haut. Und als guter Letzt habe ich hier eine kleine Probe von Dolce Gabbana bekommen und ich kenne diesen Duft überhaupt nicht. Ich meine, ich kenne Dolce Gabbana sehr gut, ich habe auch einige Düfte, aber der Duft sagt mir jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich was. So, das war's jetzt und ich sage mal jetzt schon, danke für diese wunderschöne Box.
Ich liebe diese ganzen Glossy-Boxen, dann diese Look-Fantastic-Box. Am liebsten hätte ich diese große gehabt, wo ich die Paletten reingeben kann, aber ich habe leider kein Abo bei denen. Oder diese ganzen CC-Paletten und so, das sind wirklich alles so wunderschöne Unboxing, was die liebe Renate macht. Also schaut bei ihr auf jeden Fall vorbei, es lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, ihr Lieben, das Paket ist wirklich jetzt leer geworden, aber ich habe euch vergessen, etwas zu zeigen. Und das ist ein Sticker vom Paw Patrol, finde ich super, das können wir gerne zum Geburtstag auch verwenden. Da können mehrere Kinder auch dann Kleber oder picken, das ist dann halt für Mario. Ja, also ich muss sagen, das Paket ist wirklich wunderschön. Aber mir fällt jetzt auf, dass ich irgendetwas habe ich doch vergessen, oder? Ich habe mir doch eingebildet, dass mir irgendetwas runtergefallen ist, Leute. Moment. Aha, genau. Habe ich euch das jetzt einmal gezeigt von Elf, weil ich weiß, dass mir da irgendetwas noch, genau, da ist mir noch eine Wimperndusche runtergefallen, genau. Also das von Elf habe ich euch, glaube ich, nicht gezeigt, das war nämlich in diesem Bipersackerl noch. Das finde ich super, das habe ich nämlich auch einmal da und einmal habe ich es auch bekommen vom Paket. Finde ich super, denn Glitzer geht immer, also finde ich toll, dass ich jetzt eine im Backup habe. Und dann hat sie mir von Elf einen Rouge mit Primer, okay, interessant, interessant. Ich glaube, dass ich die Farbe nicht bei mir habe. Ich glaube, dass die andere, Claudia, hat es mir ein bisschen dunkler gegeben, aber ich bin mir nicht prozent sicher. Aber Elf geht immer, Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt, Elf oder minus 75%, schnappt euch die. Elf ist wirklich eine super tolle Marke. Ich kann es euch wirklich nur wärmsten empfehlen. In Deutschland war bei Müller 75% und da habe ich die Claudia gebeten, dass sie mir da einiges mitnimmt im Tauschpaket. Also ich kann das wirklich wärmsten empfehlen von Elf. So, und ihr Lieben, mir ist eine Mascara runtergefallen. Das war diese Mascara mit den Disney, mit dieser blaue Mascara mit diesem Disney-Hund. Mit diesem Papatrol-Hund ist mir gerade runtergeflutscht. Nur ich habe Angst, wenn ich mich jetzt da bücke und den Tisch irgendwie bewege, dass die ganze Kamera nicht runterfällt. Also ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht böse, aber ich werde euch die Essence zeigen in der... Genau, ich zeige euch die Essence-Mascara von der Renate in der... meine schönsten Essenzprodukte, da werde ich sie euch zeigen, weil ich traue mich jetzt wirklich nicht runter zu bücken, weil der Tisch wird dann gewackelt und die Kamera fällt runter. Also seid mir nicht böse. Also jetzt zurück zum Paket. Renate, du bist ein Wahnsinn. Du hast mir so viele schöne Produkte geschenkt. Also ich freue mich sehr über den Spray, über die ganzen Masken, über die ganzen Boxen, dann über diese kleinen Täschchen freue ich mich wirklich sehr. Wie gesagt, Täschchen gehen bei mir immer. Dann der Blush, die ganzen Masken. Ui, was hast du mir noch so Schönes reingegeben? Die ganzen Produkte von den Glossy Boxen. Ja, also wirklich wunderschöne Produkte und der Mario wird sich auf jeden Fall freuen. Und auf jeden Fall bin ich schon so neugierig auf den Duft und der gefällt mir so richtig gut. Das ist wirklich ein wunderbares, schönes, gelungenes Paket, würde ich mal sagen. Und die drei werden mich auf jeden Fall immer hier begleiten. Also ich weiß nicht, ob ich sie jedes Mal hier geben werde oder auf dem Regal, weil es besteht die Gefahr, dass sie auch runterkippen, weil hier haben wir auch ein bisschen Loch. Also das ist immer auch so etwas. Aber auch der ganze, den kenne ich überhaupt nicht zum Beispiel. Also wirklich wunderschönes Paket. Liebe Renate, ich danke dir von ganzem Herzen und ich hoffe jetzt, dass dir mein Paket auch so gut gefällt. Ich hoffe es und wenn nicht,
dann komme ich noch einmal zu dir im Burgenland und bring dir noch ein Paket. Aber ich glaube, es wird dir gefallen, denn ich habe dir einige Sachen rausgesucht, was du dir eigentlich so im Asam gewünscht hast. Und ich glaube, Kinder freuen sich ja immer, auch wenn es nur ein kleines Spielauto ist oder ein Malbuch. Und ich glaube, dass das eigentlich, ja, also ich schätze mal, dass die Renate zufrieden sein wird. Und ja, ich hoffe, dass dir die Kinder David und der Leonie auch denen das gefällt, was ich für sie rausgesucht habe. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ich verabschiede mich jetzt von diesem wunderbaren, schönen Tauschpaket. Würde sagen, wir sehen uns wieder in meinem nächsten Video. Nicht vergessen, bei der lieben Renate vorbeizuschauen. Abonniert den Kanal, kommentiert was Schönes bei uns. Und ja, wie gefällt euch das Tauschpaket? Schreibt es gerne in den Kommentaren. Würde ich mich freuen. Und jetzt würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Eure Lola. Tschüss.